Ja, servus, moin und ahoi, liebe Angelfreunde. Ich grüße euch bei MX Fishing Germany. Ich muss leider so schreien, weil wir haben hier in den Niederlanden leider einen richtig starken Wind. Und ich denke, ihr hört das sowieso. Und ja, wir sind wieder in den Niederlanden angekommen. Ja, diesmal mittags. Und haben schon eine Weile gefischt. Wir haben schon super Fische gefangen. Wir haben einen Zander von 65 habe ich gehabt. Jetzt haben wir einen Barsch von 44 gehabt oder 45 sogar. Einige kleinere Zander von 50 und alles an einer Buhne. Ich habe noch nicht gefilmt, weil wir wollten es eigentlich nur probieren. Aber innerhalb von ein paar Stunden haben wir so viele Bisse, so viele Fische gehabt, wie ich noch nie am Oberrhein erlebt habe an einem Tag oder in zwei Stunden sowieso nicht. Deswegen, Freunde, ich probiere das Ganze jetzt nochmal für euch zu filmen. Wir sind einige Tage hier, fischen wieder überwiegend auf Zander, zwischen den Buhnen, an den Eingängen vom Wal in die Hafengebiete und auch in kleinen Häfen. Ja, Freunde, seid dabei, schaut zu. Ich hoffe, der Wind lässt es zumindest ein bisschen zu, dass ihr mich versteht oder verstehen könnt. Wir machen jetzt weiter und falls ich nichts erzählen kann, Freunde, dann könnt ihr zumindest die Bildchen sehen, weil der Wind ist echt der Wahnsinn. Deswegen stehe ich hier zwischen den Büschen. Ja, die Jungs sind da hinten schon unterwegs. Wir haben uns jetzt hier schön an der Buhne verteilt. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mindestens etwas hören. Wir haben uns hier aufgereiht. Und es funktionieren wieder die Köder von unserer Hausmarke. Die berühmte Wassermelone, die letztes Mal schon funktioniert hat. Ja, und wir haben Hochwasser, also richtig krankes Hochwasser. Ein bisschen mehr als letztes Mal, aber wir kommen schon klar. Und den größten Zander, Freunde, habe ich gerade auf einen Spinnerjig gefangen. Auf einen kleinen Mikro-Spinnerjig. Auf so einen kleinen 14 Gramm Spinnerjig, das ist ein richtig kleiner Miniköder und der größte Zander ist draufgeknallt hier direkt vom Ufer. Jo, wir machen jetzt erstmal weiter. Ich hoffe, wie gesagt, ihr könnt mich hören, verstehen. Wenn nicht, dann schaut zumindest die Bildchen. So, Freunde, der Artyom hat mal wieder zugeschlagen mit seinem Fortran auf einen Jigspinner. Ein kleinen Mikrohecht. Total ungewöhnlich für Holland. Aber in Holland gibt es auch kleine Hechte, Freunde. Schaut euch den an. Auch kleine Hechte gibt es hier. Super, zeig uns den mal. Steck mal die Finger ins Maul, bitte. Damit wir gucken können, wie weh das tut. Ja, kleiner Mikrohecht. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Angelfreunde. Gestern hat das Video abrupt geendet. Das Problemchen war erstens, dass der Artyom fast seine Hand verloren hat am kleinen Hecht. Und zweitens, es hat so übelst angefangen zu regnen. Und übelster Wind, also wir mussten das Angeln leider abbrechen, weil wir eigentlich ja nicht mehr konnten. Also richtig starker, aufladender Wind mit solchen Wassertropfen, richtig kranker Regen. Deswegen haben wir es abgebrochen und sind jetzt heute Morgen wieder an die gleiche Stelle vom letzten Video gefahren, weil wir hier eigentlich die Erfahrung gemacht haben, dass morgens bis mittags am besten gegangen ist. Probieren jetzt hier nochmal was zu fangen. Das Wetter ist richtig schön, der Regen hat aufgehört. Heute Morgen ist es trocken, aber wir haben wirklich wieder, wie ihr das wahrscheinlich super hören könnt, richtig kranken Wind. Jo, wir probieren es jetzt mal mit verschiedenen Gummiködern hier an dieser Zanderstelle, wo wir letztes Mal rausgefunden haben. Und seid live dabei. So, Freunde, und da haben wir den ersten Zander für heute. Puh, ein schöner über 50er, würde ich sagen. Den zeige ich euch mal gleich. Erstmal rauskommen hier aus dem Gedicht. Wie sagt man richtig? Hallo, ich bin Außengeländer, nichts wissen diese. Wunderschöner über 50er Zander. Auf eine Prototypfarbe auch wieder von uns. Und zwar weiß mit Goldglitzer, also Glitter, und hinten ein grünes Schwänzchen angefärbt. Zeige ich euch gleich. Erstmal den Fisch versorgen und hübsche Fotos machen. Richtig schöner Zander zum Start vom heutigen Tag. So ein cooler Fisch.
zeige ich euch gleich, Freunde, zeige ich euch gleich sofort. Und zwar muss ich erstmal hier alles rauskriegen aus dem Kescher. Da mein! Ja, auf jeden Fall über 50. Ich denke mal 55, vielleicht sogar 60. Richtig hübscher Fisch. Darf gleich wieder schwimmen. Und da haben wir den Köder. Weiß mit ein bisschen Grün hinten. Ja, Freunde, den Kandidaten messen wir mal geschwind, einfach aus Interesse. Ist alles nass hier, das Gras ist nass vom Regen gestern, also keine Sorgen. Und die Kamera ist bei mir ein bisschen angelaufen, deswegen entschuldige ich mich für die Qualität. Ja, und das ist ein 58er Zander, Freunde. Also der liegt vorne an. 58 cm, ganz genau. Schöner Start, wie gesagt. Jetzt darf er erstmal zurück nach Hause. Ja, Freunde, und wir haben hier einen richtig starken Zug. Also die Schiffe fahren auch ab und zu vorbei. Die Strömung kommt hier von rechts rein. Erstmal in der Mitte ungefähr. Und dann dreht sie und geht wieder zurück von links nach rechts. Das heißt, wir haben einen starken Abtrieb. Und ich fische jetzt 15 Gramm Jigrig. Mit einem weißen Köder, wie ihr gesehen habt. Einen kleinen grünen Punkt auf dem Schwanz hinten. Zeige ich euch gleich nochmal. Und der Biss war jetzt direkt vor der Steinpackung. Also kurz bevor man rausziehen muss. So sieht das Ganze aus, das System. 15 Gramm Jigrig. Und ja, 85 cm weißer Gummi mit Goldglitter. Und hinten haben wir so einen grünen Attackepunkt, sage ich mal. Ja, Angriffspunkt gemacht bei den Prototypen bei uns. Ja, wie gesagt, die Gummis kommen bald raus. Die eigene Hausmarke. Alle Gummis sind UV-leuchtend, schwimmend und eine etwas robustere Konsistenz. Also sind schön weich, aber die werden nicht so leicht zerrissen. Also sind etwas flexibler als normale Gummis, sage ich mal, wo häufig bei einem Biss schon auseinanderfliegen. Da haben wir eine richtig schöne Gummimischung zusammengestellt. Ja, wie gesagt, seid gespannt. Der Preis wird heiß sein für diese superfängigen Köder. Also wir fischen jetzt nur noch mit unseren Prototypen hier in den Niederlanden. Funktioniert wunderbar. Kleinere Größen, weil bei uns geht es jetzt nicht um riesen Trophäen. Uns geht es einfach um Frequenz, dass wir auch etwas kleinere Fische fangen, aber dafür halt öfter was fangen einfach. Ja. Einfach Spaß haben beim Angeln. Deswegen kann sein, dass wir ab und zu mal auch einen kleinen erwischen auf die kleineren Größen. Und so 85, 90 ist eine schöne Universalgröße, wo ihr eigentlich alle möglichen Fische fangen könnt. Was für uns halt ein No-Go ist oder ein sehr großes Wunder, dass die Zander hier schon seit morgens und bis mittags und eigentlich bis spät in die Abendstunden super beißen. Also im Vergleich zu unserem Oberrhein, wo das Wasser ultra klar ist eigentlich die ganze Zeit, wo wir überwiegend nachts fischen auf Zander. Oder nur bei trübem Wasser mal tagsüber was fangen, ja, oder morgens. Hier geht es den ganzen Tag. Und das ist halt das Geile an den Niederlanden. Und die Frequenz ist natürlich höher. Also das, was wir bei uns am Oberrhein fangen, ja, in 10-mal Angeln, sage ich mal, fängst du vielleicht 2, 3 groß gute Zander. Fängst du dafür hier an einem Nachmittag die Quote. Der ist hängen geblieben im Kescher. Freunde, der nächste Zander mit Live-Biss auf einem Wobbler hier an der Zeile entlang gezogen. Richtig schöner Zander. Also der ist knapp vor 70, würde ich sogar sagen. Oder ja, über 60 auf jeden Fall. Auf einen kleinen Minnow. Ich habe ihn hier jagen sehen und hören und dann hat er reingeballert bei dem zweiten Wurf.
auf die Safina bis 22 Gramm. Wie ich es schon erklärt habe, man kann damit nicht nur Jig fischen, sondern auch wunderbar Wobbler. Richtig cooler Zander. Hammermäßig. So, Freunde, so ein geiler Zander. Wir messen den gleich, also ja, über 60 wird er haben. Wunderbarer Fisch. Schaut euch den an. Auf einen kleinen Wobbler, also wirklich, das ist ein 70 mm kleiner Minnow-Flachläufer auf die Safina. Hat er richtig schön reingeballert. Wunderbar. Schon der zweite Zander innerhalb von vielleicht 1,5 Stunden. Der darf jetzt wieder schwimmen. Jo, Freunde, der Max hat jetzt auch einen erwischt. Wir haben jetzt die Stelle gewechselt und der Max hat einen reingedübelt. Das rausholen konnte ich jetzt nicht filmen, der war einfach zu schnell, der Kerl. Der hat nicht langsam gemacht, aber den Zander zeigen wir jetzt auch gleich. Richtig schöner, über 50 auf jeden Fall. Richtig cooler Zander. Und das ist der dritte Zander im Leben von Max. Richtig cool. So, da ist der schöne Zander von Max. Super. Ja, wie gesagt, ein bisschen über 50. Schön reingedübelt. 12 Gramm Jigkopf. Der glückliche Fänger. Super. Jo, Freunde, wir haben wieder mal unberechenbares holländisches Wetter. Morgens Sonne, zwischendurch Regen, stürmisch, Wolken, dann wieder Sonne. Ein bisschen weniger Wind, dann fängt es wieder an zu regnen. Also ein totales Durcheinander, was das Wetter angeht. Und ja, wir haben zwar leichte Jacken an und so, aber es ist gar nicht so warm. Also nur dann, wenn die Sonne rauskommt. Ja, die Fische beißen trotzdem. Jetzt mittags ein bisschen schlechter natürlich. Morgens war es ein bisschen lustiger. Aber es macht natürlich trotzdem Heidenspaß, hier in Holland zu fischen, in den Niederlanden. Und wir fischen jetzt so die großen Buhnenfelder aus, die Kanten an den Bunden, da wo es ein bisschen mehr Strömung gibt, wo es weniger Strömung gibt. Aber allgemein haben wir gemerkt, dass meistens die Bisse kommen in den ruhigen Bereichen, da wo die Strömung, die harte Strömung abbricht und wo es jetzt etwas ruhiger wird. Und auch ziemlich nah am Ufer, also die meisten Zander waren jetzt ziemlich nah am Ufer. Ich denke, das liegt daran, weil wir halt, wie gesagt, ein bisschen Hochwasser haben. Und ja, die Fische wollen halt nicht in dieser harten Strömung bleiben, die ziehen sich eher in die etwas ruhigeren Bereiche zurück. Und da fangen wir sie ab und zu mal. So, Freunde, neue Stelle, neues Glück. Sind jetzt sehr, sehr lange gelaufen zu diesem schönen Anlauf vom Rhein oder Waal in so einem kleinen Altarm. Und ich habe schon mal einen kleinen Barsch erwischt auf einen kleinen Jig. 8 cm kleiner Gummi. Und schön hier am Ufer entlang gezogen und da hat er schön reingetockt. Schöner kleiner Barsch. Schon mal eine gute Abwechslung. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Kleiner Hecht. Ja, wie gesagt, in Holland gibt es auch kleinere Hechte. Und da mein ein kleiner 50er wahrscheinlich. Ja, nicht einmal Hechtlein. Kurz nach dem Einwerfen hat er reingeballert. Super cool. So, Freunde, da haben wir den kleinen. Ja, ungefähr 48er kleiner Hecht. Schönes Foto und dann darf er natürlich weiter schwimmen. Da ist der Köder, ein kleiner Zwillingshaken. Ich habe hier für Zander natürlich Fluorocarbon drauf, aber es hat geklappt. Er hat richtig schön außen genommen, hat funktioniert, ohne abzubeißen. Schöner kleiner Walhecht. So, Freunde. Herzlich willkommen zum dritten Tag unseres Ausflugs an den holländischen Waal. Und da haben wir den ersten Fisch. Der kleine Mikrozander. Ja, aber ich muss auch zugeben, ich habe jetzt einen kleinen Köder dran gemacht, einfach mal zu gucken, ob die Fische aktiv sind. Nun ja, sie sind da, aber erstmal fangen wir klein an, sagen wir mal so. So ein kleiner, wunderschöner Zappler hat den Köder schon mal reingeballert. Jetzt machen wir mal weiter. Ja, Freunde, da wird gerade ein Zander gelandet. Zack, drin ist er. Wir haben jetzt bis zum Abend gebraucht, seit heute Morgen, bis wir den ersten ordentlichen Zander gefangen haben. Wie ihr seht, auch in Holland läuft es nicht immer super geil. Wir haben sehr viele Stellen gewechselt, sehr viel experimentiert, rumgelaufen. Wir haben wahrscheinlich 20 Kilometer nur zu Fuß zurückgelegt. Ja, und jetzt zeige ich euch mal den Zander.
Ja, Freunde und Armin, den kleinen Schniepel. Ja, 45, aber dafür, dass es sehr schlecht beißt jetzt, ein schöner Fisch. Und da ist wieder die Wassermelone, unser Prototyp. Geile Sache, funktioniert immer wieder. Auf den Zwillingshaken. Ja, Freunde, und wie so öfter in Holland hat man natürlich auch ordentlich Zuschauer hier und Fans. Also hier die ganzen Fans vom YouTube-Kanal MX Fishing Germany haben sich hier alle aufgereiht. Posen hier schön direkt hinter uns. Macht uns natürlich das Werfen extrem einfach, weil sie direkt hinter uns stehen hier, 2 Meter. Ah, Freunde, ich komme gar nicht zum Angeln. Ey. Ich kann nicht meinen Köder wechseln. Der hat schon wieder einen. Der hat schon wieder einen. Noch ein kleinerer. Also du musst dich upgraden, also größere fangen, Artyom. Nicht kleinere fangen, größere fangen. Okay, kein Problem. Aber. Plus, nicht Minus. Super. Ihr seht ja, wie die Wassermelone funktioniert. Die Farbe einfach crank. Hier mit dem... Ja, ich krieg's jetzt nicht raus. Aber ich zeige sie euch mal. Hier, guckt mal. Diese besondere Bleiform. So ein bisschen wie eine Patrouille, also wie so ein Projektil sieht sie aus. Konisch. Und der kleine Zander. Viel Spaß beim Abmachen, mein Guter. Oh, ganz kleine. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch, Freunde. Oder? Nee. Das ist ein Barsch. Ein schöner Barsch. 25er oder so. Ah, es geht schon, geht schon. Ich habe jetzt keinen Kescher in der Nähe. Wird schon funktionieren. Oje, oje. Ja, Freunde, ein schöner Barsch. Richtig schöner Barsch. Ich würde sogar sagen, N30er. Wow, kurz vorm Sonnenuntergang. Auf Motoröl mit Offset-Haken. Und kurz bevor der Köder die Oberfläche getroffen hat, hat er ihn aufgepflückt. Richtig hübscher. Geil. So, Freunde. Unser Kurzausflug in die Niederlande ist vorbei. Wir waren jetzt insgesamt 3 Tage hier. Davon haben wir vielleicht 1,5 Tage geangelt, also aktiv geangelt. Den Rest der Zeit sind wir rumgefahren, haben neue Plätze gesucht, neue Gewässer erkundet. Und alles, was geklappt hat, habt ihr in diesem Video gesehen. War im Endeffekt ein richtig schöner Trip. Das Einzige, was nicht schön war, war das Wetter. Und man konnte sich überhaupt nicht auf den Wetterdienst verlassen. Also das war alles immer im Endeffekt andersrum, als man jetzt erhofft hat. Und viel, viel Regen, sehr viel Wind, also starken Wind, stürmischer Wind. Und naja, das war ein bisschen hart zu fischen, weil wir natürlich immer wieder in den Regen geraten sind und in den Wind geraten sind. Ja, aber trotzdem, wir haben einige Fische gefangen, ein paar schöne Fische gefangen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Ausflug hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir Kommentare und abonniert diesen Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Köder und Ausrüstung findet ihr wie immer unter Links. Unter jedem Video sind diese eingefügt. Und vielen Dank, Freunde, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Angeln.